Verdammt, komme gleich. Irgendwie kommen sie mir bekannt vor. Sind sie nicht der Physiker, der mit den schwarzen Löchern, dessen Universum ohne Gott auskommt? Ja, perfekt. Heiliger Strohsack, auch das noch. Für mich ist Gott wichtig. Auch Himmel und Hölle? Na klar. Und wie stellen Sie sich das Paradies vor? Na ja, als aufgeklärte Theologin des 21. Jahrhunderts ist das Paradies für mich nicht der Kinderglaube des Garten Eden. Sondern? Warum soll das Paradies nicht wie die Eilenriede in Hannover sein? Ein natürlicher Grüngürtel, der sich quer durch die Stadt zieht. Ein Anziehungspunkt für Jung und Alt, wo Radfahrer, Spaziergänger und Jogger friedlich beisammen sind. Kein Leid, kein Geschrei, keine Not. Und wie stellen sich die Hölle und den Teufel vor? Na ja, auch hier sollte man das Bild vom Teufel nicht so wörtlich nehmen. Für mich, als aufgeklärte Christin, sieht der Teufel anders aus. Ein Mann sollte er zwar schon sein, denn er muss... Kann mir mal einer ein Handtuch leihen? Und was halten Sie von der Jungfrauengeburt der biblischen Überlieferung? Ehrlich, als aufgeklärte Christin glaube ich nicht daran. Maria war nicht Jungfrau. Wie soll denn das gehen? Der Heilige Geist hat auch mitgemischt? Ja, auch. Oder ist Josef der Vater? Oder so. Also mehrere Väter oder jeder nur so ein bisschen? Sie sagten, Ihr Universum käme auch ohne Gott aus. Gibt es denn wenigstens irgendeine Stelle im Neuen Testament, die Ihnen etwas bedeutet? Oh ja, die gibt es. Und die wäre? Die Hochzeit zu Kana, die gefällt mir sehr gut. Dort, wo die Hochzeitsgesellschaft lustig beisammensitzt, es wird kräftig gebechert und dann heißt es plötzlich, der Wein ist ausgegangen. Christus lässt sie nicht lange lumpen, im Nullkommanix ist für Nachschub in Hülle und Fülle gesorgt, weil er das bereitgestellte Wasser in Wein verwandelt hat. Hehe, hi Petrus, hab ich das nicht gut hingekriegt?